Hallihallo, meine Lieben. Wir machen heute Pizza Cones. Für die, die noch nicht wissen, was Pizza Cones sind, werde ich das einmal ganz kurz erklären. Und zwar sind das kegelförmige Pizzastückchen, die ihr euch so ein kleines Hütchen vorstellen könnt, in die ihr alles Mögliche reinpacken könnt, was ihr ansonsten auch gerne auf eurer Pizza esst. Das kann Käse sein, Schinken, Salami und Mais und sonst was alles. Ich werde die Pizzacones heute mit Fertigteig machen, weil es halt eben schnell und bequem ist. Ihr könnt natürlich auch selber Pizzateig machen, falls ihr eine kleine Inspiration braucht dafür. Ich habe bereits einmal ein Pizzabrötchen gemacht. Das Rezept für die Pizzabrötchen, bei denen ich auch einen ganz normalen Pizzateig verwendet habe, verlinke ich euch unten einmal in der Infobox. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Für die Pizzacones müsst ihr euch erstmal selber Förmchen basteln. Das macht ihr aus Papptellern, Aluminiumfolie und Tesafilm oder einem Tacker. Als Zutaten für 4 große Pizzacones benötigt ihr dann noch 2 Pizzakits, also so einen Fertigteig mit Tomatensauce, dann noch geriebenen Käse und natürlich alles, was ihr ansonsten auch auf eurer Pizza mögt. Als erstes schneidet ihr einen Pappteller an einer Stelle bis zur Mitte ein und könnt dann einen Kegel daraus rollen. Die Abschlusskante könnt ihr dann mit einem Tesastreifen fixieren oder mit einem Tacker. Anschließend nehmt ihr ein Stück Aluminiumfolie und wickelt den Pizzahut darin ein. Jetzt könnt ihr den Kegel an der Ecke des Pizzateiges anlegen und seht dann, wo ihr lang schneiden müsst. Da meine Förmchen sehr groß geworden sind, musste ich die Pizzacones aus 2 Teigstücken zusammenflicken. Wenn ihr euch kleinere Förmchen bastelt, dann könnt ihr aus jeder Ecke sozusagen ein Pizzacone machen. Der Teig reicht dann also für 4 kleine Hütchen oder eben für 2 große. Jetzt müsst ihr die Hütchen im Ofen vorbacken. Je nachdem, welchen Teig ihr verwendet, dauert es ungefähr bei 200 Grad Umluft 5 bis 10 Minuten, bis die Hütchen so leicht angebräunt sind. Bevor ihr dann die Aluminiumförmchen entfernt, solltet ihr die Hütchen kurz auskühlen lassen, damit das Ganze leichter geht und ihr euch nicht eure Finger verbrennt. Nun gibt es 2 Varianten, wie ihr die Pizzacones befüllen könnt. Entweder nehmt ihr einen Becher und stellt die Pizzacones hinein, befüllt sie dann und backt sie auch so. Oder ihr befüllt die Pizzacones im Liegen. Schauen wir uns mal die erste Variante an. Hierbei gebt ihr die Soße, den Käse und sonstigen Belag immer im Wechsel in die Cones hinein. Bei dieser Variante darf der Teig vorher noch nicht so lange gebacken worden sein, denn er muss durch die ganzen Zutaten hinterher nochmal sehr lange in den Ofen, damit auch alles schön warm wird. Ihr solltet natürlich Becher nehmen, die die Hitze im Ofen auch gut ertragen und nicht platzen. Nach ca. 10 Minuten sollten die Cones dann richtig schön knusprig und überbacken sein. Kommen wir zu der zweiten Variante, bei der ihr eure Pizzacones im Liegen befüllt. Ihr könnt die Tomatensauce hineingeben und schön verstreichen und nach mit eurem Käse und Belag befüllen. Ich finde diese Variante wesentlich angenehmer, weil der Belag richtig schön durchgebacken wird und ihr keine Becher benutzen müsst, falls ihr euch nicht sicher seid, ob sie überhaupt die Hitze abkönnen. Aber Variante hin oder her, am Ende habt ihr richtig leckere, knusprige Pizzacones.